Holz gibt am Bier Geschmack ab und ist porös. Die Transportfässer müssen deshalb innen mit einer Schutzschicht versehen werden. Das heißt, sie werden gepicht. Eine Arbeit, die heute weitgehend automatisiert ist. Durch Düsen wird in das Fass ein heißes Pech gespritzt und durch das Rollen zu einer gleichmäßigen Schicht verteilt. Von der Picherei rollt das Fass direkt in die Schwankhalle. Wie in der Picherei wird dem Brauer auch hier ein Großteil der Arbeit durch die Maschine abgenommen. Zuerst wird das Fass im Wasser unter Luftdruck auf seine Dichte geprüft. Dann geht's auf die Waschanlage. Das Fass wird zuerst heiß und dann kalt ausgespritzt. Und schließlich von außen gereinigt. Der Seidel sieht noch einmal nach, ob alles in Ordnung ist, und dann rollt es zur Abfüllung.